Heidi Klum verrät, dieses Frühstück für ihren Superbody. Flacher Bauch, straffe Haut und ein strahlender Teint, wenn sich Heidi Klum, 49, vor der Kameralinse präsentiert, zeigt sie sich immer in Perfektion. Doch neben den viel zitierten guten Genen und dem Trinken von reichlich Wasser sorgen natürlich noch andere Faktoren für ihren Traumbody. Darunter fallen regelmäßige Workouts und eine ausgewogene Ernährung. Und die hat es tatsächlich in sich. Denn was sich Heidi Klum am liebsten zum Frühstück serviert, ist nicht jedermanns Sache, scheint aber dennoch wahnsinnig effektiv zu sein. In ihrer Instagram-Story nimmt Heidi ihre Fans mit durch ihre Morgenroutine und bereitet sich ihr Lieblingsfrühstück zu. Wer jetzt an einen riesigen Obstteller, Pancakes und Co. denkt, der irrt, denn bei der Vierfach-Mama landet etwas ganz anderes auf dem Teller. Oder besser gesagt im Glas, denn sie frühstückt nach eigenen Aussagen am liebsten in Hühnerbrühe gegarte Eier, also eine Art Eierstich. Das Rezept ist denkbar einfach. Hühnerbrühe in einem kleinen Topf aufkochen, drei rohe Eier hinzugeben und mit einem Schneebesen so lange rühren, bis die Eier stocken. Das fertige Eifrühstück füllt sich Heidi in eine Tasse und trinkt es noch warm. Pure Hühnerbrühe ist kalorien- sowie fettarm und gleichzeitig reich an Mineralstoffen wie Calcium, Magnesium und Phosphor. Außerdem wird Brühe eine entzündungshemmende und heilende Wirkung nachgesagt. Weshalb sie ein beliebtes Hausmittel gegen Erkältung ist, wissenschaftliche Belege gibt es hierzu jedoch nicht. Eier sind besonders eiweißreich und haben dadurch eine lange Verweildauer im Magen. Das macht lange satt und hält den Blutzuckerspiegel konstant, Heißhungerattacken entstehen so gar nicht erst. Außerdem kurbelt Eiweiß die Fettverbrennung an, was Eier, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte und Co. zu den perfekten Lebensmitteln macht, wenn es ums Abnehmen geht. Als Sattmacher und Fitessen eignet sich das Klumsche Frühstück zwar. Jedoch sollte zusätzlich auf eine ausgewogene Ernährung geachtet werden. Hierzu zählen auch Vollkornprodukte, Obst und Gemüse. Sie enthalten reichlich Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe, die der Körper braucht, um gesund zu bleiben. In einem Interview verriet Heidi Klum außerdem, dass sie versuche, regelmäßige Essenszeiten einzuhalten. So frühstücke sie morgens entweder Hühnerbrühe mit Ei oder einen Smoothie und startet dann mit drei Hauptmahlzeiten. Das letzte Essen des Tages werde um 18 Uhr aufgetischt, das esse sie zusammen mit ihren Kindern. Zwischen den Hauptmahlzeiten versuche sie, nicht zu snacken. So behalte man auch leichter den Überblick über die aufgenommenen Kalorien. Das Geheimnis hinter ihrem Traumbody steckt also auch im Intervallfasten. Hinweis: Die hier erläuterten Diätmethoden entsprechen keiner ausgewogenen und gesunden Ernährungsweise. Bitte achten Sie auf eine vollwertige Ernährung sowie eine ausgewogene Nährstoffzufuhr und halten Sie vor dem Beginn einer Diätrücksprache mit Ihrem Hausarzt. Azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.